Moin, jetzt bei Nextdoorch wieder auf der IWA. Wir gucken uns natürlich auch hier die Neuheiten an. Schauen wir mal rein auf den Stand. Hallo Rosa, schön dich zu sehen. Ja, Nextdoorch, lange sind wir schon zusammen als Partner, vertreten Nextdoorch schon ziemlich lange auch bei uns im Sortiment. Sag mal, darf ich dich das fragen? Wie lange gibt es Nextdoorch eigentlich schon? Schon Ewigkeiten, ne? Schon immer. Schon immer schon eigentlich. Immer. Eigentlich gab es das erste Lampenfirma Nextdoorch. Ja, Nextdoorch bekannt für seine stetige Weiterentwicklung der Lampen, immer eigentlich ganz oben auf. Und du hast auch eine Neuerung für uns mitgebracht. Ja, richtig. Das ist die TH31. So neu, dass sie noch nicht mal gelasert ist. Oh. Richtig. Und zwar ist es so, dass das ein kleiner Suchscheinwerfer ist. Dieses kleine Baby. Das kleine Ding? Ja, hat 10.000 Lumen. Ach du Scheibe. Ja, das ist richtig. Also das ist dann auch so ein Ding wieder, da darf ich nicht einfach so durch den Wald gehen, bitte der nächste nicht. Ist gleich blind. Bitte nicht. Das ist dann hier Men in Black, geblitzdings. Hat drei Einstellungen, sieht man jetzt leider nicht. Normalerweise ist die hier gelasert. Die allererste ist gelockt, sodass auch wirklich nichts passieren kann, wenn die in der Tasche ist. Die zweite ist Duty, haben wir von unserer TH20 so übernommen. Ja. Man kann durch leichtes Tippen, nicht durch Durchdrücken, kann man ein kleines Dokumentenlicht anmachen. Ja, wunderbar. So, durch volles Drücken kann man auf der untersten Stufe starten und dann durch Tippen. Langsam hochregeln. Und das Schöne ist, du schaust jetzt bitte nicht auf meine Hand, sonst blende ich. Schau dir in die Augen. Und zwar hat die einen Sensor, dass die runterregelt, damit man niemanden blind macht und regelt auch genauso zurück. Dann macht man die aus und als letztes haben wir den taktischen Modus, momentan Lichtstrobo. Ja, haben wir ebenfalls beibehalten. Es sind vier LEDs eingebaut, genauso wie hier unten sieht man diese Sensoren, die dafür sorgen, dass das runterregelt. Ja. Und wir haben unsere Nanoglas-Keramikbrecher mit eingearbeitet. Geladen wird das Ganze über einen USB-C-Anschluss. Also auch Standard bei euch mittlerweile. Ja, wir machen nach und nach alles auf. Ja, ja. Da ist auch, das sieht man jetzt leider nicht so gut, dieser kleine Punkt. Das ist eine eingebaute LED. Solange ach so. Die Lampe lädt, leuchtet es rot, wenn die voll ist, leuchtet es blau. Wunderbar. Das ist eigentlich also, im Endeffekt selbsterklärend. Genau, top. Wird voraussichtlich um die 200 Euro kosten. Ja. Das ist immer noch nicht so genau. Wie gesagt, haben wir erst hier auf der Messe bekommen, deswegen ist sie nicht gelasert. Dann, habe ich gesehen, noch ein Gürtelclip. Ja. Hat auch eine schöne Form, wenn man die am Gürtel trägt, muss ich sagen. Auch eine gute Haptik, liegt gut in der Hand. Und ein Monster bei der Größe, muss ich mal anmerken, bei 10.000 Lumen. Wann wird die verfügbar sein? Das wissen wir tatsächlich noch nicht. Ist da noch nicht. Nein. Aber wir können dieses Jahr damit rechnen. Also ist im neuen Katalog drin. Spätestens, ich sage jetzt mal ganz böse, spätestens zum Herbst, wenn man sie dann wieder wirklich braucht, dann hat Nextdoorch die auf dem Markt und dann ist die auch bei uns zu finden. Jetzt wird sie schon geklaut, was soll man machen? So gefragt ist sie schon, die Lampe. Rosa, ich danke dir herzlich. Gerne, danke, ich wünsche euch noch eine super schöne Messe. Ebenso. Euch geht es ja noch drei Tage IWA. Ja, viel Erfolg. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wir sagen Tschüss, verabschieden uns. Ciao. Bis dann.